Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Wir haben hier einen glänzenden Dolch, einen glänzenden Kelch im Inventar, den hat der Priester für uns schön gereinigt. Und die Frage ist jetzt, was machen wir? Wir haben auch Bibelverse gefunden, also ich gehe mal ins Museum. Ich denke, das könnte ein guter Anlaufpunkt sein. Okay, den Kelch haben wir immer noch nicht zurückgeschickt, okay. Hi, André. Nicht Kelch. Heute habe ich aber. Das Hallo, Dreibein. George. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber, erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Ja, dann erzähl doch mal. Als ich in Syrien war, habe ich ein seltsames Götzenbild entdeckt. Sah wie ein Kopf mit drei bärtigen Gesichtern aus. Grässlich. Das klingt, als wäre es Baphomet, das Götzenbild, das die Tempelritter beschrieben haben. Die armen Christusritter hatten ein Götzenbild, das so aussah? Angeblich ja. Die Beschreibung des Götzenbildes stammt aus Beweisen, die von der Inquisition herausgepresst wurden. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass auf den Besitztümern der Tempelritter niemals auch nur eine Statue oder ein Götzenbild gefunden wurde. Das heißt, bis jetzt. Im vorigen Monat wurde eine Statue von Baphomet ausgegraben. Direkt hier, in Paris. Wo? Im Institut Hermétique de Nerval. Die Statue befindet sich unter den Fundamenten. Ein Arbeiter hat sie bei der Renovierung des Gebäudes entdeckt. Können Sie mir mehr über die Statue von Baphomet erzählen? Es handelt sich dabei um ein angsteinflößendes Bild, sogar heutzutage noch ein bärtiger Kopf. In den Sockel der Statue sind Symbole der Tempelritter eingraviert. Einer der Arbeiter bemerkte einen seltsamen Fleck am Sockel. Er behauptet, dass der Fleck wie Blut aussähe. Blut? Genau. Okay, vielen Dank für die Info. Nein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Vielleicht, wenn es hier in Paris ist, vielleicht können wir uns das hier anschauen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Montfaucon, Café de Dingsda, Site de Baphomet. Okay. Dem Maler scheint das Streichen nicht besonders wichtig zu sein. Zumindest nicht so wichtig wie seine Zigarettenpause. Ach, den Eimer kann ich nicht so einfach anschauen. Der Maler hat einen Eimer mit grauer Rostschutzgrundierung dort hängen lassen. Okay, kann ich doch. Dann, Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Was ist? Ich hätte da ein paar Fragen. Ja, zuallererst mal, ne? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja, er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau wie Sie. Ich habe dort doch noch gar keine Frage gestellt, außer die. Okay, Zeit für unseren Captain Unbrauchbar. Ich habe einen Hebel für Kanaldeckel. Ich habe mal in der Kanalisation gearbeitet. Ja? Wie war das? Ich habe in der Methanblase meine Zigarettenpause gemacht. Autsch. Ein Gullideckel landete auf dem anderen Seineufer. Und ich wurde gefeuert. Ich habe noch etwas Stuckgips. Erstaunlich. Ein öliges Tuch, kommen Sie damit nicht zu nah an meine Zigarette, Monsieur. Oder es könnte eine Verpuffung geben. Wo er recht hat. Hat hier vielleicht ein Typ rumgeschnüffelt, der sich Moulin nannte. Hatte der so ein T-Shirt an, wo drauf stand, mein Name ist übrigens Morlin? Das bezweifle ich stark. Wie zur Hölle soll ich dann seinen Namen wissen, wenn ich ihn nur sehe, hä? Da hat er auch wieder recht. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Aber ja, das ist ein Kommunionskelch. Muss ich wissen, müssen Sie wissen, war mal Messdiener. Sie? Ja, ich. Was ist so komisch da dran? Nichts. Okay, dann... Was sagt Ihnen das Wort Tempelritter? Tempelritter? Tja. Nichts? Nichts. Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gouloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir.
Das war gleichgültig gemeint von mir. Darin sind Sie auch sehr gut. Danke, vive la différence. Er kann auf jeden Fall gut kontern, ja. Tja, und was machen Sie hier so? Pause. Ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben. Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur. Sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken. Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen. Okay, formulieren wir das mal anders. Zu welchem Zweck wurden Sie engagiert? Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. Okay. Sehe ich da etwa Kritik an Baustellen, die immer einfach nur eben rumstehen und man sieht keine Bauarbeiter? Oder wie soll ich das jetzt auffassen hier? Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber... Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten. Stimmt. Aber ich sag Ihnen was. Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat? Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex... Aber so zieht sich doch kein Archäologe an. Genau, Monsieur, ganz genau. Also, wer ist das? Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen? Ja, ist natürlich auch eine Ansichtsweise, ne? Ich bin ziemlich sicher, dass der Shake and Shock sich in Syrien entladen hat. Okay. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Aber da hat uns echt gut geholfen. Ja. Der sieht sehr verantwortungsvoll aus, also an dem wird man wahrscheinlich nicht so leicht vorbeikommen. An der hinteren Wand hängt ein Telefon. Ein Wächter steht an der Tür, von der ich annehme, dass sie zur Ausgrabungsstätte führt. Er sieht ganz schön großspurig aus. Naja, eigentlich nicht schön, nur großspurig. Die kann man nicht anschauen, okay. Na gut. Ich erinnere mich noch so leicht. Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstluft hereinzieht. Aber eben nur leicht. Der Flur steht voller alter Teekisten, Kartons und so weiter. Alle leer und uninteressant. Der Flur führt zu einer alten Abstellkammer, die ihre Tür verloren hat. Da ist nichts Interessantes drin. Ja gut, dann halt nicht... Was ist mit der Tür? Wahrscheinlich fest verschlossen, ne? Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Nichts weiter zu sagen dazu? Dann halt nicht. Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? Ja, oh Gott, hat der viel zu erzählen. Was genau machen Sie eigentlich hier? Ich stehe auf Wachposten. Sollte ich Ihrer Meinung nach lieber Schafe scheren? Immer mit der Ruhe, ich kann doch nicht wissen, dass Sie Wache stehen. Eben. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstätte. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Tja. Ich möchte gern in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Danke. So einfach? Okay. Lass mich raten, ich muss den wieder verwenden, weil automatisch macht er da nichts. Oha. Oh Mann, dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Gute Frage. Oh Mann, dreckig. Oh. Oh, ja. Ja. Die Hähne sind verrostet. Oh Mann.
Die Dichtung am Kaltwasserhahn scheint hin zu sein. Das tropft nur so ins Becken. Also, George, ich weiß ja nicht, wie du Tropfen definierst, aber für mich ist das ein bisschen mehr als Tropfen. Ich meine, das kommt nicht vereinzelt, sondern als ganzer Schwall. Das ist... Na gut, das ist doch kein Tropfen. An der Wand hängt ein automatischer Händetrockner. Okay, kann ich vielleicht hier... Vielleicht kann ich ja einen Zweitschlüssel von dem hier herstellen. Das kennt man ja aus solchen Spielen. Immer schon. Der Schlüssel hinterlässt in der Seife einen deutlichen Abdruck. Auf der Seife ist der Abdruck eines Schlüssels zu bewundern. Immer schön Schlüssel nachmachen, kennt man ja von Point and Clicks. Das gibt's da ja immer öfter mal. Den Gips zu behalten war eine gute Idee. Das übliche Prozedere. Mit dem Gips im Abdruck bin ich auf der richtigen Spur. Ich habe den Schlüsselabdruck in der Seife mit trockenem Gips gefüllt. Dass man sowas mehrfach machen muss, weil wir haben ja schon mal mit Gips einen Abdruck von was gemacht, ist auch kein Wunder in Point and Clicks. Ohne den Gips anzufeuchten, kannst du keinen Abdruck machen. Das kommt mir alles so verdächtig bekannt vor. Aber nasser Gips allein macht noch keinen Abdruck. Ja, deswegen... Ich benutze den Trockner, um die Sache zu beschleunigen. Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Die Frage ist, wie? Bei so einem komfortablen Waschraum wie diesem wünschte ich mich sehnlichst auf die schönen Toiletten in Syrien zurück. Da wird ziemlich gute Ordnung gehalten. Zumindest bevor ich wie ein Vandale dort gehaust habe. Naja, ist ja alles für einen guten Zweck. Okay, kann ich den... Vielleicht... Ah, der hat doch... Hat der mit dem Tuch das gesäubert? Vielleicht doch nicht. Nee, Mist. Vielleicht doch nicht. Mist. Auch nicht. Wie kann ich den metallisch kriegen? Was ist denn hier? Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. Okay. Ich will keine Kohle. Kohle. Ach je. Wie kriegen wir das Metall denn? Na gut, gehen wir erstmal wieder raus. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Tja. Der Flur führt zu einer alten... Da ist nichts Interessantes. Da ist nichts Interessantes drin, immer noch nicht. Schade. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Aber heiß haben sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Gute Frage. Was wissen Sie über die Tempelritter? Es entsteht eine lange Pause, während der Wachposten überhaupt nichts sagt. Dann antwortet er... Nichts? Überhaupt nichts? Ist das irgendwie ein Test? Wie? Sowas wie eine Klassenarbeit in Geschichte? Nein, eher wie ein Test. Okay, ja, es ist ein Test. Oh, dann weiß ich absolut überhaupt nichts über die Tempelritter. Wenn es kein Test ist? Der Posten ist erstaunlich ausweichend. Um an ihm vorbeizukommen, wird etwas mehr als nur guter Wille nötig sein. Dann kennst du doch aber sicher den hier. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh. Haben Sie? Non. Hast du also. Du hast dich verraten. Ich habe diesen Gips aus Irland mitgebracht. Ja, nicht gerade ein aufregendes Souvenir. Deine Reaktion hat dich nämlich verraten. Ich habe... Mir fällt ein, es wäre recht dämlich, ihm den Kelch zu zeigen. Er könnte ja auch zu der Verschwörung gehören und das wollte ich lieber nicht riskieren. Ui? Sie haben... Das starke Verlangen zu singen. Möchten Sie mitmachen? No.
Hier drinnen wird nicht gesungen. Alle meine Entchen. Das hier ist ein Werkzeug, um in die Kanalisation zu kommen. So, so. Schwimmen auf dem See. Ja, ja, gut, lassen wir das. Schauen Sie mal, ein Lappen mit Schminkeflecken. Ah, davon habe ich schon immer geträumt. Wenn Sie mir den geben, dürfen Sie auch durch diese Türe reingehen. Wirklich? Natürlich nicht. Bin doch nicht bescheuert. Was soll ich mit dem Schmuddelfetzen? Ach, George, du bist zu gutgläubig. Erkennen Sie diesen Namen wieder? Moilin? Non. Nein. Dann halt nicht. Auf gar keinen Fall. Kannst du mal probieren. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Okay. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Okay. Also irgendwie muss ich das Ding Metall noch kriegen, aber ich weiß noch nicht wie. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomet's Fluch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.